Er würde mir eine Stoßwellentherapie empfehlen. Und dann hat er dich auf den Schreibtisch gelegt und hat dich von hinten gestoßen? Oder wie kann ich mir das irgendwie denken? Genau, so ungefähr eigentlich das schon. Ich will das auch dran. Ich würde mal gerne wissen, wann die das umgestellt haben. Ist irgendwie statt Nierenstein ist dann irgendwie der Schließmuskel irgendwie perforiert worden? Oder was ist da passiert? Warte mal, wie groß ist das Gerät? Kann man das auch auf andere Körperstellen legen oder ist das ausschließlich für... Das kannst du hinlegen, wo du willst. Ja. Digga, lass mich da jetzt in den Punkt rein. Alter, er drückt den Panzer weg, Junge. Hallo. Hi. Du hast den Punkt schon, oder? Nein. Ach, du hast den Punkt? Ich hab den noch nicht. Jetzt hab ich ihn. Heute natürlich auch wieder mit den zwei super beliebten Muchachos und Muchachinas, Deko und Ares. Einen wunderschönen. Einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer ist hier die Muchachina? Das müsst ihr erklären. Ah, Deko. Perfekt. Eine wunderschöne gute Rice Muchachos, der Nüsschen im Seil gekrault. Ich bin die wunderschönste Muchachina, die es da gibt. Hallöchen. Also, direkt zu Beginn. Heute klären wir wieder ein bisschen Tacheles. Heute reden Deko auch ein bisschen aus seinem Alltag. Es gibt nämlich eine kleine Story, die wir zu erzählen haben. Deko hat sich Compound V geballert, aber leider war seine Superheldenfähigkeit, dass er einfach nur ein riesiges Arschloch bekommen hat. Und jetzt will er mit Schallwellentherapie, möchte er irgendwie das Compound V wieder aus seinem Körper bekommen? Oder was habe ich das jetzt richtig so weitergegeben? Ich oder wollte das Compound V verstärken, weil ich glaube, mit einem größeren Arschloch könnte man noch größere Superheldentaten vollbringen. Das könnte natürlich so sein. Ich will mit der Schallwellentherapie das Compound V in meinem Körper zum Vibrieren bringen, damit es noch ein bisschen mehr wirkt. Aber bevor Deko da diese kleine Story erzählt, erstmal ja, herzlich willkommen. Heute zocken wir ein Militärfahrzeugparcours, wie wir schon mal hier sehen können. 20% und ich würde sagen, Abfahrt. Es gibt auf jeden Fall einen Tank, leider ohne Waffen. Ja, nice. Das wäre auch super, super schön. Hans. Und ja, Deko, du kannst mal ein bisschen erzählen. Du hast ja schon seit einiger Zeit Probleme mit deiner Schulter, Ellenbogen, was auch immer. Ellenbogen. Digga, nee! Vorm Punkt. ja, mit dem Ellenbogen. Und zwar jetzt ganz lange nur links. Mittlerweile habe ich es auch rechts und rechts ist sogar stärker als links mittlerweile. Also ich habe vom Training Entzündungen hier am Ellenbogen an den Sehnen ansetzen. Du trainierst? Vom Training? Ich trainiere, ja, sieht man gar nicht, aber ja. Ich schieße mein eigenes Tor übrigens mit solchen Aussagen, aber alles in Ordnung. Mr. Captain Lauch, er spricht. Der Zwiebel ist stark in ihm. Ja, und ich war beim Orthopäden letzte Woche damit. Ich war damit schon vorher beim Physiotherapeuten mehrmals. Ja. Hatte mir jetzt versprochen, eigentlich zum Orthopäden zu gehen und dann nochmal Cortison reingeballert zu bekommen. Cortison ist übrigens richtig scheiße für den Körper. Cortison ist richtig scheiße für den Körper, aber Cortison würde die Entzündung, die ich da drin habe, instantly beheben. Also sie wäre einfach sofort weg. Aber Cortison macht eure Knochen brüchig und kann auch dafür sorgen, dass die Sehnenansätze ebenfalls brüchig werden und reißen können. Deswegen, das ist kein Zeug, mit dem man irgendwie, was man jetzt mal zweimal die Woche sich mal eben geben lässt oder so. Was man mit Wodka mischt oder so. Böser Shit. Und ich war dann beim Orthopäden und denk so, okay, jetzt bekomme ich die Spritze, dann kann ich wieder zum Training gehen. Und der so, ja, also Herr Beste, Cortison, so viele Nebenwirkungen, vielleicht sollten Sie da einen anderen Ansatz wählen. Haben Sie schon mal Testo versucht? Wir haben da was Heilpädagogisches, wir haben hier diese Globulis. Nein, Spaß. Er hat gesagt, Cortison würde er nicht machen, er würde mir eine Stoßwellentherapie empfehlen. Und dann hat er dich auf den Schreibtisch gelegt und hat dich von hinten gestoßen? Oder wie kann ich mir das irgendwie denken? Genau, so ungefähr eigentlich schon. Ich will das auch dran. Okay. Also, entschuldige mich, ich war im ersten Moment ein bisschen verwirrt, weil das hat früher der Priester auch gemacht mit mir. Und irgendwie war ich jetzt so der eine Priester, der andere Arzt. So, hä? Da hat die Stoßwellentherapie nicht gewirkt. Vielleicht, ja, weiß ich nicht. Vielleicht hat der Priester da auch. Egal. Andere Geschichte. Jedenfalls war ich dann gestern bei der Stoßwellentherapie. Und
Es war, ich habe was ganz anderes erwartet, nachdem Marvin hat mir einmal gesagt, so, ja, du kannst dir auch stattdessen einfach so eine Massagepistole ranhalten. Ja, das war das Erste, woran ich gedacht habe. So. Ja, und ich habe halt dann so gedacht, okay, dann ist das wohl irgendwie sowas, ne? Warte mal, bevor du was sagst. Erstmal dürfen Aris und ich jetzt guessen, Was ist eine Stoßwellentherapie? Aris, du darfst als Erstes. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwas. Du musst ja guessen, du sollst raten. Irgendwas mit Schall. Man muss nur raten, wenn man keine Ahnung hat. Ja, sag ich ja. Lass mich raten, irgendwas mit Stoßwellen, dieser Chaco, Alter. Nein, irgendwas mit Schall. Also hier so Ultraschallgedöns. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Okay, das ist Aris' Guess. Mein Guess war als Erstes, als ich das gehört habe, wäre so eine Massagepistole, wo man so eine Kugel dran legt und dann eben auch so. Hallo, das hast du aber schon gesagt, hab ich schon erzählt, du musst was Neues guessen. Genau, und jetzt denke ich auch, ich hätte das Gleiche gesagt wie Aris, dass man. Hallo, das gilt nicht, du kannst nicht einfach das Gleiche sagen wie Aris. Ja, Stoßwellen, ja, gut. Keine Ahnung, dann bist du an so einer 8000 Watt Box und hörst dir da so richtig kranken Acid-Techno-Scheiß rein. Oh, das wäre geil, dafür würde ich sogar bezahlen. Nee, das würde und ich nur bezahlen. Dann kriegst du eine Schallwellentherapie. Ja, Aris hat recht. Oh, okay. Tatsächlich, das ist so ein Gerät, das kriegt so einen Aufsatz vorne dran, das ist so ein Gel-Aufsatz, der den Schall, der da rauskommt, nochmal komprimiert und auf so einen Zielpunkt zusammenführt. Ja. Und dann habe ich das halt an meinen Ellenbogen angelegt bekommen. Und dann ging es los. Erstmal auf Festigkeitsstufe, Härtigkeitsstufe 10. Von? Am Ende dann auf 20. Keine Ahnung wie viel. Es geht noch mehr, weil damit. Also entwickelt wurde das Gerät früher mal, um Nierensteine zu zerschießen. Alter Schwede, ey. Und mittlerweile wird es aber benutzt halt für solche Entzündungen oder um. Bei Knochenbrüchen, wenn die nicht oder falsch zusammenwachsen. Ich glaube, wenn die nicht zusammenwachsen. Ich würde mal gerne wissen, wann die das umgestellt haben. Ist irgendwie statt Nierenstein, ist dann irgendwie der Schließmuskel irgendwie perforiert worden oder was da passiert? Nö, also die haben schon die Nierensteine damit. Also es hat auch funktioniert. Aber es gibt mittlerweile. Ja, die haben es einfach erweitert, die Funktion erweitert. Ja, Das war so ein Riesending. Man musste sich dann auch in eine Badewanne reinlegen und durfte sich nicht bewegen dabei. Und das war wohl am Ende einfach zu unpraktisch, jetzt gibt es irgendwas anderes gegen Nierensteine. Okay. Und das Gefühl ist ekelig. Das ist so eine Mischung aus Musikantenknochen anstoßen und an einen Stromzaun fassen. Das ist beides nicht so geil. Also das ist echt, es tut nicht wirklich, also es ist so leicht, dass es nicht wehtut. Aber es ist halt doch schon echt eklig. Aber es dauert auch nur 5 Minuten pro Seite. Das ist relativ schnell. 10 Minuten Behandlung, wie viel hast du gezahlt? Was kostet das? Weiß ich noch nicht. Die Rechnung muss ich warten, ne? Die haben dir nichts vorher gesagt? Nee, als Privatversicherter machen die das nicht. Okay. Also ich könnte nachfragen, dann würde ich es mir sagen wahrscheinlich. Ja. Aber Vorteil als Privatversicherter, ne? Ich habe angerufen, ich war da, ich habe direkt, also ich habe angerufen, ich habe einen Termin bekommen für 2 Tage später. Siehst du mich, Aris, ganz kurz? Hab den Termin wahrgenommen und hab einen neuen, also war da zur... Ich seh dich, ja. Scheiße. Ja, erzähl weiter. Hab dann direkt, ich war am Donnerstag da letzte Woche, hab für Montag den Termin zum Schallwellenlachsen bekommen, hab jetzt für nächste Woche Dienstag auch wieder einen. Und also, ne, das ist halt schön, dass es einfach so gut wie ohne Wartezeiten geht. Davon ja, das wäre doch schön, Kassenpatienten nur träumen, du. Aber ich bin mir, also ich würde gerne wissen, wenn ich kein Privatpatient wäre, sondern Kassenpatient, ob die mir einfach die Kortisonspritze geballert hätten, gesagt haben, verpiss dich, oder ob die mir trotzdem diese Schallwellen-Ding empfohlen hätten. Digga. Das würde mich jetzt interessieren. Digga, guck dir das an, ich bin eine Wand jetzt, Alter, weil ich so festgefahren bin. Jetzt hau doch, Digga. Digga, hast du das gesehen, dass ich so Stoßdämpfer habe, die ich so rausgefahren habe? Ach so, da ist Marvin. Digga, das ist richtig geil, schau dir das mal an hier, also bam. Bam, ich bin jetzt einfach nur eine Wand, ey. Hast du so komische Stützen unter dir, oder was? Ja, ja, genau. Kannst du ausfahren. Kann ich so ausfahren? Digga, dann bin ich einfach nur eine Wand, Alter. Versuch mich mal wegzukicken, das geht einfach nicht. Richtig geil, ey. Digga, easy kick ich dich weg. Ja, aber hat das jetzt was gebracht, oder es war also, ja, es war gestern, danach direkt war es weg. Abends habe ich es wieder gespürt, heute spüre ich es auch wieder. Aber er meinte auch, das ist ja quasi, ne, das wird quasi die Heilung angeregt. Dadurch wird halt, also ne, dadurch, dass da alles so in Bewegung versetzt wird und so, wird halt die Heilung angeregt. Und dadurch soll wohl die Entzündung auch heute und morgen noch wieder stärker durchkommen.
und dann aber eigentlich auf Dauer komplett verschwinden. Ob das wirkt, weiß ich nicht. Ich soll drei Therapiestunden machen. Also ich weiß es erst in 2 Wochen oder so. Aber immer noch besser, als sich Cortison in die Arschhaare zu drücken, oder? Naja, also das ja, wenn es wirkt. Nein, ich hab verkackt. Lol, Aris, Alter, wie? Lol, hä, wo ist Aris? Ich war zu langsam und hab verkackt. Du mieser Toro, Alter. Also ich kann gerne nochmal ein Folge-Update geben für Leute, die vielleicht auch Probleme haben mit sowas oder die es interessiert. Ob das wirklich was bringt, weil das ist natürlich jetzt mal eine große Frage, ne? Weil bei Cortison ist natürlich scheiße, hat Nebenwirkungen, aber ich wäre quasi 20 Minuten nach der Spritze, wäre ich die Entzündung da losgeworden gefühlt. Und jetzt mit der Stoßwellentherapie geht es nicht so schnell und mal schauen, ob es denn dann nach 3 Wochen auch weg ist. Also das ist ja meine Frage. Ich bin Profi. Digga, aber Schallwellentherapie hätte ich dir wahrscheinlich auch geben können. Einfach so richtig krasse Kopfhörer da auflegen und dann... Alter, das ist echt ein ekelhaftes Gefühl, muss ich sagen, Alter. Es ist wirklich... Es ist wirklich ekelhaft. Lass Nugi einmal den Bass aufdrehen, dann klappt das schon. Aber es hat auch nichts mit Strom zu tun. Also es ist nicht wirklich ein Stromschlag, der da reingeht. Es ist ja wirklich Schall. Es fühlt sich nur an wie ein Stromschlag. Warte mal, wie groß ist das Gerät? Kann man das auch auf andere Körperstellen legen oder ist das ausschließlich für... Das kannst du hinlegen, wo du willst. Ja. Also das Gerät an sich ist ungefähr so groß wie unsere PCs. Also wie ein normaler Desktop-PC. Hast du den Arzt mal gefragt? Und dann ist da aber so ein Schlauch dran und halt so ein Handgriffteil. Hast du den Arzt mal gefragt, ob er das mal woanders angewendet hat? Nee. Ich wusste, dass da was kommt. Ich habe tatsächlich ein bisschen mit ihm gesprochen, deswegen weiß ich ja auch, dass das entwickelt wurde für Nierensteine und sowas. Ja. Aber ob er das schon mal woanders angelegt hat, das habe ich nicht gefragt. Egal, Aris, jetzt beeil dich mal hier. Ich muss Deko hier... Also ich könnte mir vorstellen, dass man das in einem Pflegeheim nutzen könnte, um so ein bisschen den Stuhl zu lösen. Wie was? Achso, dann wenn du, sag ich mal, 2 Wochen lang... Hä, warum geht das bei mir nicht? Ich bin immer zu langsam und fall durch die Lücke. Also nee, jetzt... Ich hab da nicht einmal verkackt, Brudi. Ich hab da auch einmal verkackt. Ja, ich weiß. Versuch mich mal runterzukicken. Ja, ich kicke, warte. Ich bin so eine massive Wand, da passiert wahrscheinlich nichts. Alter! Digga, du wiegst ja auch wahrscheinlich 60 Tonnen, Alter. Achso, die sind echt ausgefahren. Ja. Guck mal, ganz lange Haar, wie Cabrio-mäßig. Ach, ganz lange drücken. Ja. Ja, guck mal, wie wir hier so ein bisschen dancen, Digga. Ein bisschen twerken hier. Was los, Digga? Twerk that ass. Twerk it. Twerk it. Weißt du, wenn ich so medizinische Sachen höre, dann denke ich mir immer so, okay, was kann man da so für Schabernack mit betreiben? Gerade bei sowas, bei so einer Massagefunktion, ist natürlich... Das hat nichts mit der Massagefunktion zu tun. Hallo, gerade bei so einer Massagefunktion ist ja so alles in Richtung anderer Möglichkeiten schnell eine Brücke geschlagen, ne? Also ich kann ihn gerne bei der nächsten Sitzung mal fragen, ob ein Kumpel vorbeikommen kann und sich das mal irgendwie an den Hoden halten kann, oder... weiß nicht, willst du also deinen Schlung massieren damit? Du musst ihn aber mal fragen, ob er das schon mal anderweitig benutzt hat. Nee, ob er das empfehlen könnte. Ja, wie alt ist er? Ist das so in deinem Alter? Oder? Ja, der ist tatsächlich ungefähr so alt wie wir. Ja. Ja, der dann so Mitte 30 sein oder so. Ja, dann also wird er das ja wohl mal getestet haben, oder? So ein alter. Aber, also, Typen, er sieht schon. Ja? Er sieht schon so aus, als. Eher fachkundig. Er macht, glaube ich, nicht viele Späße oder so. Also, er ist schon. Er sieht so ein bisschen verklemmt aus. Ja, gerade das sind die schlimmsten, du weißt doch, stille Gewässer sind tief, Alter. Oh ja. Aber wahrscheinlich nutzt er das Teil wirklich einfach privat immer für seine Sexspielchen, ey. Der hat das Ding nicht mal sauber gemacht, bevor du das verwendet hast. Warte, echt nicht. Ja, natürlich nicht. Also zumindest nicht, als ich da saß. Musstest du zufälligerweise auch noch kurz warten, bis du in sein Büro durftest? Ja, warum? Ja, warum wohl? Weil er noch nicht fertig war. Digga, so schließt sich der Kreis. Der Muskel. Schließmuskel. Der bestimmt auch. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. So, wir hatten jetzt. Wie heißt denn der ganze Lümmel hier? Guck mal, Chernobob. Dieser Raketen-Chaco, den hatten wir. Ja, Chernobob. Da ist ja, scheiße. Chernobob. Dann hatten wir den Insurgent, war das, glaube ich, ne? Wir hatten so einen Lastkraftwagenfahrer. Und jetzt haben wir den Neotank. Ich finde die Steuerung von dem Chernobob so dermaßen Pimmel, ey, das die ist unglaublich. Die ist so ein bisschen verzögert. Ja. Und Deko, das Ding ist, er lenkt einfach, er lenkt mit allen, also bis auf eine, wie heißt der Fick? Achsen.
Achse, genau. Er lenkt mit allen Achsen, also nur mit der zweiten nicht, aber mit allen anderen Achsen lenkt er. So, Deko, ich versuche dich jetzt so mit dem Panzer wegzuholen, ob du immer noch so eine Wand bist, das ist jetzt die Frage. Ich kann nicht mehr einfahren. Ja, weil du blinkst wahrscheinlich. Fahr mal nach hinten. Ja, ich kann nicht fahren, wenn die nicht eingefahren sind, du Ficknacken! Ja, drück mal H. Mach ich. Dann respawn mal. Geht auch nicht, ne? Ey, ich bin respawned und die sind immer rausgefahren. Ich glaube, ich hab verloren. Ey, diese Karre. Wie hast du das denn hinbekommen, Alter? Oh. Ich weiß, weil ich hab mir gerade gerespawnt, weil ich da komisch hing. Ich hab die nicht mehr ausgefahren. Ich hab gerespawnt und die waren ausgefahren einfach. Na gut, das war's dann auch mit Deko. Schön, dass du dabei warst. Also, ich bin raus. Ich kann dich ja nicht mal mitnehmen mit einem Cargo-Bob oder so, ne? Oh, finally, ey. Hörst du das Geräusch? Ja, Alter. Ja, aber also ich drücke das schon. Das ja, warte mal. Ja, hallo, beruhig dich mal. Warte, noch einmal. Jetzt, hallo. Lass doch mal einmal oben dann. Noch einmal. Hallo, ich hab doch nur einmal gedrückt, Junge. Was zum Fick macht der da hinten wieder? Du musst direkt nach vorne fahren. Drück immer dann gleich W. Jetzt. Hallo, jetzt. Ja, ich drücke doch W, Junge. Ja, gut. Deko ist out of order. Drück du mal irgendwie H oder so. Digga, lass mich da jetzt in den Punkt rein. Alter, drück den Panzer weg, Junge. Hallo. Hi. Was du hast halt? Also, du hast den Punkt schon, oder? Nein. Ach, du hast den Punkt ich hab nicht, den noch nicht. Jetzt hab ich ihn. Okay, jetzt respawn beide mal. Drück mal H und respawn, Aris. Ja, also. Oh, lol. Nein. Ach, es ist auch gefangen. Ey, Alter! Ah, Digga, er macht das wirklich. Warum, ey? Ja, okay. Ja. Also, so viel dazu. War schön mit euch. Ja, dann. Passiert denn irgendwas, wenn ich bei euch drin bin? Ob ihr dann so euch rausbackt, weißt du? So ist das doch also, eigentlich. Also, da passieren ganz viele merkwürdige Dinge. Da wird rein gar nichts passieren, weil wegen Blinken, ja. Ja, deswegen, aber gerade wenn man blinkt, irgendwann ist man doch wieder ausgeblinkt. Nee. Nee. Hey, wenn ich nein. jemand reinfahre, du standst doch gerade 10 Minuten neben mir und ich habe geblinkt, Alter. Nein, Digga, wenn ich mit jemandem losfahre, der blinkt, wir fahren beide los, dann blinkt der da ja, aber wir können nicht losfahren. Na, vielleicht ist das ja hier auch so, dass man irgendwann aufhört zu blinken, weißt du? Ja, was ist jetzt euer Problem? Ja, er fährt die Shades nicht komplett ein, weswegen wir nicht losfahren können. Meinst du, ich kann euch mitnehmen mit einem Cargo-Bob? Nee, wir blinken. Also ich kann selber zaubern. Ach so, und aber ich bin in 2 Minuten 30 bin ich raus. Hä, wieso? Wieso, du kannst doch die Maus bewegen. Okay, das reicht, ja gut. ich dachte, ich muss fahren. Also ich kann gegebenenfalls zaubern, ist aber auch wieder geil, Alter. Ich versuch mal was. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Oh! Jetzt, ja, jetzt geht's, ne? Hallo! Ja! Was ist das jetzt hallo! Gemacht? Warte, Aris. Geil. Abracadabra, simsalabim. Dreimal schwarzer Kater, Aris. Oh. Abracadabra. Irgendwas. Salabim. Theater. Oh, siehst du? Aha, dankeschön. Ja. Okay, hab ich gerne gemacht. Durch dieses. Aber jetzt müsst ihr das First Try hinbekommen, ne? Wobei, ich glaube, ihr kriegt's auch so hin. Jetzt weil wenn sind ihr jetzt ja verkackt, dann. Ja. Jetzt sind ja die Schnellsten dran. Wenn wir jetzt verkacken, dann was? Ich dachte, dann müsste ich wieder helfen, nee. Aber muss ich ja scheinbar nicht, ne? So, jetzt kicken wir Aris mal runter, um zu schauen, ob er das nochmal von vorne machen muss. Naja, auf gar keinen Fall. Nee. Ach, das war ein Teleportpunkt! Oh! Ey, er fährt einfach rein, der Lappen. Digga, ich dachte, das wäre einfach ein normaler Punkt, den ich noch kurz einsammeln kann. Digga, du fährst auch rein, oder was? Ja, wenn du reinfährst, fahr ich auch rein. Du willst doch Aris ficken können, Junge! Hä, warum? Dann musst du ja noch länger warten. Digga, du Schrottladen, Alter. Ab hier Skillduell. Ja. Genau. Ey, ich schwöre, ich frage diesen komischen Doktor, ob ich mir sein Schallgerät ausleihen kann, dann fick ich dein Arschloch damit. So, wo ist denn Aris hier, der Lappen? Dann der okay, Abfahrt. Los. Ramm erlaubt. Oh, beide verkacken jetzt. Oh, ist das schön, ey. Nee, ich nicht.
Get up, me and Kana Joe. Aber wieso kann ich eigentlich mit dem Panzer nicht C drücken, dass ich rückwärts gucke? Warum geht das nicht? Hat er keine Außenspiegel oder was? Nee. Na, siehst du Außenspiegel? Ja. Ihr nicht? Wo siehst du da einen Außenspiegel? Natürlich hat er keine Außenspiegel, Alter. Geht doch nicht auf die Scheiße drauf ein, Alter. Ja, doch. Einfach Scheiße erzählt, ey. Nein. Rammen erlaubt, Deko, hau den weg! Rammen erlaubt! Rammen erlaubt! Ey, Digga! Das ist. Eigentlich wollte ich es beim ersten Rammen belassen. Und dann kam Rammen erlaubt und dann war ich zu hart triggert. Soll ich hier auch nochmal euch runterkicken? Ach komm. Wir schauen mal, was als nächstes kommt. Hast du auch verkackt? Ich habe auch verkackt, ja. Toll. Oh! Hab die Kurve da nicht gekriegt. Okay, Party People, wir schauen mal, ob wir als erstes ins Ziel kommen. Jetzt müssen wir nur geradeaus fahren. Klappt das? Das ist die Frage. Du geradeaus fahren. Ja, ich sehe nichts. Also eigentlich bin ich Doktor geradeaus fahren. Ja, hä? Hä? Ich sehe gar nichts. Lol. Lol. Easy verdient. Ich habe nichts gesehen, Leute. Ich kein Stück verdient. Gesehen. Was? Warte, jetzt muss ich mich auch beeilen. Ja, ich muss mich auch beeilen. Ich hab keinen Bock, schon wieder nicht zu beenden. Warte, wenn Deko jetzt verkackt, dann ist Ares Zweiter. Okay, warte. Geradeaus. Oh, ich bin das knapp. Komm, Ares, hol dir seinen Arsch. Lass mein Arschloch in Ruhe, Digga. Was ist das für eine Kameraeinstellung, Alter? Ja, man sieht nichts, Digga. Man sieht nichts. Digga, wer ist dieser Steven Seagal? Jason Spielberg oder so. Wie heißt der Spielberg Vornamen? Steven Seagal. Ja. Stefan Seagal. Stefan Seagal. Mehr Panzer, weniger Chernobob, Alter. Ist ja. So. Hallo. Also die Story war gut in der Folge. Ja. Der Parcours war eher so. Semi. Der Parcours war. Schallwellen. Also wenn man ihn mit guten Kumpels zockt, dann ist er gut. Er war jetzt nicht scheiße, sagen wir es mal so. Nee. Ich hoffe auch, der Gewinn, den ich jetzt hier mir gleich hole im Casino, der wird auch nicht scheiße, denn wir drehen nochmal am Rad. Papa braucht Söckchen. Marvin gewinnt ein Schallwellentherapiegerät. Oh, zu gewinnen gibt es eine nice Corvette. Man kennt sie. Super sexy, super nice. Digga, es sieht aus wie so ein Hot Wheels-Fahrzeug, was ich damals als Kind hatte. Ja, ich nehme ihn. Aber wie immer wünsche ich mir doch eher bessere und neue Kleidung, Digga. Papa braucht neue Schuhe. Abfahrt. Gerade jetzt zu Weihnachten. In den kalten Weihnachtstagen hier. Aber 30.000 Dollar nehme ich auch. Ganz ehrlich. Geld ist Geld, ne? So wie wenn du zu Weihnachten einfach Geld geschenkt bekommst. Ist zwar irgendwie langweilig, aber du freust dich drüber. Habe ich immer bekommen. 40.000 Dollar. Ja. Also als ich irgendwann alt genug war, habe ich immer genug gesagt, ich wünsche mir Geld und mir selber kaufen, was ich wollte. Alter. Okay, das ist irgendwie langweilig. Die Knarre würde ich auch nehmen. Ich meine die Karre. Ja, die Knarre würde ich auch nehmen. 3, 2, 1, schau! Ist das der Lampardati GT, ja, ne? Ich glaube schon, ja. Hallo, Mystery Gift Clothing! Na, ey, Digga, 10.000 RP. An ey, Mystery Gift und Clothing ganz knapp vorbei, Alter. Ey, ganz. Achso, ich dachte, du hättest ein Mystery Gift bekommen, weil das war damals wirklich ein schönes Mystery Gift. Ey. Scheiße. Aber neuerdings, das ist ja auch richtig Schmutz. Muchachos, Schmutz war die heutige Folge hoffentlich nicht für euch. Schaut auf jeden Fall bei Ares vorbei. Schaut in die Beschreibung, da gibt es gerade richtig geile Angebote. Black Friday kommt immer näher. Muchacho 44. Black Friday 44%. Oh, yeah. Tragt euch in den Merchandise Newsletter ein, da kriegt ihr nochmal richtig, richtig geile Angebote. Exklusiv nur für die Leute, die sich da eintragen, für alle anderen ist gesperrt. Und in dem Sinne, schaut natürlich bei Ares vorbei, lasst mal zwei Daumen nach oben. Haut in die Kommentare, wenn ihr Erfahrung habt mit der Schallwellentherapie. Ich will das wissen. Stoßwellentherapie. Schallstoßwellentherapie. Genau. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Bis dann, Antenne reingehauen. Bye bye. Ciao, ciao.